warum gehst du nicht einfach Baumwolle pflücken? Bringt viel mehr Geld, ne? Baumwolle pflücken. Stellst du jetzt gerade meinen Job in Frage? Was? Wow! Ja, du musst langsam fahren. Oh, Anzeige ist raus. Ja, Anzeige ist raus. So. Viel Spaß. Warte, ganz rausspringen. So. Was kostet denn, hier, Kollege? Ich bin nicht dein Berater. So, bleib mal schön hier, bleib mal schön hier. Ich muss weiter, die Zeit ruft, sorry. Ich hab schon den nächsten Kunden. Sind es jetzt Cops gewesen? Ich glaube, ne? Ah, nein! Oh, fuck. Bitte lass mich die. Lass die mich nicht sehen. Das sind Medics. Hallo? Ich muss mal weiter, habe ich doch gesagt. Was gucken Sie mir beim Kacken zu? Oh je. Mann, so eine Scheiße. Das war doch nicht gewollt. Waren das Bullen? Ja, ich weiß es auch nicht. Stecken. Okay, ich glaube, die denken noch, ich bin im Auto. Scheiß auf das Auto. Aber das war die Polizei, ja. Nur Medics, die können nichts. Die haben gesagt, hier spricht die Polizei. Oder sind die jetzt weitergefahren? Vielleicht wollen die mich nur verarschen. Wenn es wirklich nur Medics sind. Ey, vielleicht wollen die mich nur verarschen. Das wäre aber fies. Das wäre echt fies. Ich geh mir jetzt mein Auto holen. Die können mir nichts, wenn das Medics sind. Ich glaube, die haben jetzt nachgeguckt. Ey! Sollen das? Polizei, get down on the ground, bitch. Ihr seid keine Polizei, ihr Penner. Ne, wenn, dann geht ihr mit drauf, wenn das Auto explodiert. Du gehst drauf. Das war eine fiese Aktion, du. Was für eine fiese Aktion? Oh. Die haben uns die Vorfahrt genommen, das wissen die, oder? Ach. Darum geht's. Ach ja, wir wollten sie anhalten, weil sie die Vorfahrt genommen haben. Ach so, okay. Okay. Oh, alles klar. Gut, was muss ich dafür jetzt zahlen? Also das, einen Moment mal kurz. Ja, Leitstelle von 20 kommen. Ja, beeil dich mal. Ja, wir haben den Gegner. Gegner. Jetzt hör auf mit dem Schauspiel hier. Jetzt sag mir, was ich bezahlen muss und dann geht's los. Ihr seid nur Medics. Okay, gut. Ich weiß, ach, was ihr findet. Das denkst du. Komm, warte. Ich weiß, was ich hier... Rein, oder soll ich? Was soll das hier werden? Sie wissen nicht, was für Kräfte wir haben, ne? Wir haben ja, doch. Superpowers. Ihr steckt eure Hand in Leuten, in die Ärsche von Leuten. Ich glaube, das macht ihr, ja. Wollen wir den mitnehmen? Okay, ich fahr da mal los, ne? Wenn ihr mir nichts ausstellen wollt für die Vorfahrt, dann bitte mal einmal aus dem Weg. Danke. Nein, sie bleiben schön hier. Okay, schön daher, Frau Vollbürger auf dem Lehmann. Sehr geil. Frau Vollbürger auf dem Lehmann. Dafür, dass es ein Medic-Auto ist, hat es aber einen ganz schönen Motor, du. Ja. Natürlich, wir müssen ja auch schnell.
Die haben die nichts zu tun oder so? Die haben echt nichts zu tun. Ja, Mann! Ey! Ihr wisst. Fahren rechts ran! Er ist Agent Ranjit für die Leitstelle. Scheiße! Pandora! Moment, lass mich das reden, okay? Übernimm du die Sicherung. So, schönen guten Tag, allgemeine Medizinkontrolle. Hallo, ja, Herr Officer. Sie wissen kann ich schon, dass Sie uns gerade die Vorfahrt genommen haben, oder? Ja, das tut mir leid, ich, ja. Okay, okay. Hätten Sie einen Ausweis und einen Führerschein für mich, bitte? Ja, hier haben wir den Ausweis. Okay, gut. Und einmal den Führerschein. Bitte sehr. Oh, danke. So. Sicher mich mal kurz, okay? Aber natürlich, ich hab meine Pistole hier. Ja, ich möchte bitte eine Abfrage auf ein Lasse, Dukan, Dora, Ute, Nordpol, Cäsar, Arnold, Nordpol. Ey, man kann sich aber auch nicht mehr beherrschen. Und alles gut. Ja, so okay, okay. Schwerwiegend oder? Ende. Ich meine, es war doch nur eine Vorfahrt, die ich jetzt euch genommen habe, oder? Ja, und Sie sind mit erhöhter Geschwindigkeit gefahren. So, also Sie sind mit erhöhter Geschwindigkeit gefahren, das wissen Sie, ne? Ja, nein. Glaube nicht. Glauben? Haben Sie da einen Beweis für? Natürlich haben wir Beweise. Dann möchte ich die gerne erstmal sehen. Schmörhilfe an der Bank. Schmörhilfe an der Bank. Diabolos. Okay, okay. Diabolos. Ist Ihr Kollege da okay, oder? Ja, ja, finde gerade einen Bankraub statt, aber wir werden gar nicht benötigt. Also. So, ja, sie sind halt nicht so schnell gefahren, aber trotzdem 10 km/h ist ein Stück, ne? Vor allem, sie haben sich der Kontrolle widersetzt, ne? Das müssen Sie auch wissen. Wir haben sie mehrmals versucht anzuhalten. Und sie sind auch mit erhöhter Geschwindigkeit ausgewichen. Ja. Was kommt jetzt auf mich zu? Einen Moment, warten Sie kurz. Ja, können Sie sich bitte ein bisschen beeilen? Ich bin eigentlich mitten auf der Flucht, also. Negativ, die Helikoptereinheit in Morrison ist gerade da in der Nähe. Wie sie halt einmal selber lachen müssen, ne? Helikoptereinheit vor Leitschirm kommen? Einen Moment. Können Sie dahin fliegen kommen? Soll ich Dante die Leitstelle übernehmen lassen? Da, können wir jetzt mal hier irgendwie. James und Jack kommen. Sonst fahre ich einfach weiter wieder. So, warten Sie. Nein, Sie. Dann haben Sie aber hier wieder also Fluchen. So. Also Vorfahrt, ne? Da berechnen wir mal 5000 raus. Und die Geschwindigkeit eine Million. Wir haben es ja noch zugegeben, ne? Ich glaube, Ihr Assistent sollte mal in die Psychiatrie. Ich glaube, ihm geht's nicht gut. Aber wir sie mitnehmen? Können Sie auch gerne mitnehmen, das wissen Sie, oder? Was wollen Sie eigentlich von mir? Jetzt geben Sie mir schon das blöde Ticket wollen, und dann hat sie. Wollen Sie das belehren, ne? Das ist mir egal, ich fahr eh wie ich will. Was wollen Sie hier? In einer Straftat mit, Ich hab eine Waffe. Ne? Denken Sie, wir haben keine Waffen dabei, oder wie? Was für eine Waffe, sie zeigen Sie mal her. Sind unbewaffnet rum oder was? Ja, natürlich, Sie sind Arzt. Sie sind Ärzte, aha. Das denken Sie jetzt so, ne? Ich habe nur Sie angesprochen, diesen Typen, den kann man doch nicht Arzt nennen. Das ist ein Psychopath, ist das, ein Verrückter. Kollegen beleidigen oder wir nehmen Sie mit? Ich glaube, wir nehmen den mit, oder? Wir mitnehmen. Nein, ja gut, ich fahre dann mal weiter, ne? Macht's. Ganz sicher, ne? Warten schönen Tag noch. Sie, ich sag Ihnen, warten Sie. Sie bleiben schön hier, ne? So, entweder
Sie geben jetzt zu, Ja, ich gebe zu, ich habe ihn. Und zahlen das Ticket. Oder wir nehmen sie mit. Ja, ich zahle das Ticket. Ich gebe alles zu, was auch immer sie jetzt sagen. Los. Okay, okay, ja, dann dreifacher Beamtenmord, Bankraub. Sag mal, macht ihr euren Job immer so? Oder? Also, natürlich ich glaube, ich melde euch mal an der Leitstelle. Ich glaube, ja, ne, das mache ich jetzt mal. Meldet euch jetzt mal. Bei eurem Chef, ich kenne den. Ich kenne den persönlich. Ich weiß, wo der wohnt. Wo sind das? Wo sind dieses verfickte Krankenhaus da? Gehen wir die mal melden. So, ich glaube, wir müssen einmal hier rechts lang. Ich hoffe mal, dass es die richtige Markierung hier war, oder? Ne, das war irgendwie keine richtige. Ne, ich glaube, das war irgendwo da hinten, oder? Bin mir gerade echt unsicher. Okay, nee, doch, ich weiß, wo es ist. Okay. Hier ist es. Gut. Nö. Kann ich hier bitte mal an den Leitenden sprechen? Eine leitende Person. Ich hab hier ein Problem zu melden. Gehen Sie mir aus dem Weg. Nehmen Sie ihn mit. Wo ist Herr Prakti? Nennen Sie mir mal bitte Ihren Vorgesetzten. Ja, nennen Sie mir mal bitte den Vorgesetzten. Welchen? Meinen komplett Vorgesetzten? Das hier oder schon mal Vorgesetzter? Nee, noch höher als er. Machst du gerade zweiten? Er steht da drüben. Ah ja. Was? Okay, Ihr Name ist? Ich möchte gerne mal zwei Verrückte in ihre Einheit melden, ja. Die, so, sie kommen jetzt mit. Die belästigen mich, die wollen mir Tickets ausstellen und... Warten. Ist aber ganz schön warm hier heute. Sag der Inder. Warten, Punkt. Warten. Warten. Puls checken. Was? Hinter Ihnen. Geh vor. Was haben Sie mir gegeben? Oh, mir ganz schön warm, Alter. Das tut Ihnen gut, okay, so. Sie kommen jetzt mit uns, ne? Sie beschuldigte einer Straftat. Oh. Ey, das sind Verrückte. Was sie sagen, wird gegen sie verwendet. Ja, das sind Anwalt, wenn gerade ein Anwalt in der Stadt ist. Wenn nicht, haben sie kein Recht. Haben Sie diese Rechte verstanden? Seid ihr alle so verrückt in dem Medic-Team oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab alle hypnotisiert, wir können los. Oh, oh. Gut, wir haben ihn im Auto. Ey, ich bin. Was? Warum ist die Kleidung weg? Ich weiß nicht, warum die Kleidung weg ist. Leute! Ich komme hier nicht mehr raus. Ich habe alle hypnotisiert, also keine Sorge. Okay, gut. Was zur Hölle? Was für Ärsche! Alter! Ey. Hast du ein Aid-Kit? Hast du mein Aid-Kit, Mann? Hallo? Naked. Hallo? Ey, ihr zwei Verrückten. Benutzt das mal bitte an mir. Ihr zwei Verrückten. An ihm. Die können mich nicht hören. Was für eine Scheiße. Was haben die gemacht? Schwede. Jetzt bin ich einmal draufgegangen, hab alles verloren. Ich guck mal. Was? 10 Minuten? Alter, die machen echt, was sie wollen. Die machen, was sie wollen. Hättest mal geschossen. Auf Medics darfst du nicht schießen. Ey, ihr zwei Verrückten. So, sie haben bestanden, oder muss ich sehen? Ihr zwei Verrückten, wo ist mein Zeug? Ich hab gerade. Was habt ihr mit meinem Zeug gemacht? Ich hab gerade gefragt, ob sie die Rechte verstanden haben oder nicht. Was habt ihr mit meinem Zeug gemacht? Wo ist mein Rucksack? Wo ist meine Ausrüstung? Ich weiß es nicht. Diebe sind sie also auch noch, okay. Ja, nee, geben Sie mal bitte Ihre Brieftasche her. Dann sind wir die. Sie wissen schon, ich habe 18.000 gerade verloren. Und? Dann ersetze ich das Ihnen. Das haben Sie mir geklaut, das ersetzen Sie mir nicht, Sie geben mir das zurück.
Das ist doch ein geeigneter Ort, oder nicht? Was habt ihr Verrückten eigentlich vor? Sag mal, dreht ihr solche Dinger immer? Ich habe sogar den euren Vorgesetzten gefragt, der hat nichts gesagt. Die sind alle hypnotisiert. Einen Moment, warten Sie. Sie wollten ja nicht die Ticket bezahlen. Drücken Sie mal den Escape-Muskel, oder? Also, das ist jetzt nicht euer Ernst. Was heißt Ernst? Nach was sieht's denn aus? Wieso nehmen wir sie hier mit? Wir haben uns erst die Vorfahrt genommen, dann... Ey, ihr seid verrückt. Das melde ich der Polizei. Wir sind die Polizei. Ihr seid verdammte Medics seid ihr. Ihr seid Sanitäter. Das steht sogar noch auf deiner Uniform. Kannst du nicht lesen oder was? Ich hab ja die Uniform geklaut. Ja, ja. Kann auch sein, ne? Das Auto habe ich auch geklaut. Aber wo sind die Klamotten? Das weiß ich nicht. Was soll das? Das ist ein Bug in der Matrix. Wenigstens habe ich keinen Hunger mehr. Ja, das wenigstens. Kannst du das Ticket bezahlen oder nicht? Da habe ich vorher schon gesagt, jetzt kann ich es nicht mehr bezahlen, weil ich kein Geld mehr mit habe. Müssen es nicht mit haben? Die haben doch eigentlich schon mein Geld. Da habe ich es doch schon bezahlt, oder nicht? Einen Moment, lassen Sie mich mal kurz nachgucken. Ich habe 4.440. Ich weiß nicht, wie viel Geld Sie dabei hatten. 18.000. Dabei. Na gut. Wenn man Leute ausraubt, dann hat man so viel Geld dabei. Ja, aber ich habe nur 4.440, ne? Das wissen Sie, oder? Sag mal, wann lässt der Effekt eigentlich hier nach? Wenn Sie den Escape-Muskel betätigen. Bitte was? Wenn Sie den Escape-Muskel betätigen. Ich weiß nicht, wo der in meinem Körper ist. Tut mir leid. Kennen Sie nicht den Escape-Muskel? Nein. Ich weiß, dass er es gibt. In der Schule? Okay, wann geht das jetzt weg? Jetzt? Ich will das natürlich nicht machen gegen ungebildete Leute, ne? Normalerweise muss alles zurückkommen bei den Escape-Muskel. Ja, normalerweise. Vielleicht habe ich ihn auch schon betätigt, meinen Escape-Muskel, aber. Aber ich bin trotzdem noch auf dem Boden. Also kriegen Sie das mal wieder hin, dass ich wieder laufen kann. Sonst melde ich Sie bei der Polizei. Ignorieren mal die Rufe. Nein, Moment, warte. Hört aber beschäftigt, kommen. Jetzt fangen die mit der Scheiß wieder an. Negativ, muss ich hier nicht erteilen. Kommen. Führen Sie gerne Selbstgespräche? Machen Sie das öfters so? Was? Nee, ich rede gerade mit den Kollegen. So. Oh, ich glaube, meinen Arm kann ich noch bewegen. Mein Arm ist schon wieder locker. Ah, jetzt kann ich laufen, okay. Aber die Sachen sind immer noch weg. Ja, danke. Bleiben Sie erstmal stehen, Sie haben das Ticket noch nicht bezahlt. Scheiß auf das Ticket, ich gehe jetzt wieder in die Stadt. Sofort stehen bleiben, oder? Ich schieße mit Morphin. Nicht dein Ernst, oder? Ihr seid krank. Das Auto lasst ihr wohl da oben stehen. Das Blöde ist, ich kann nicht zur Polizei. Ich hab noch einen Kopf gekillt. Ich weiß nicht, ob das verjährt oder so. Oder verminutend, wenn man so nennen will. Ach, das ist der Odona. Das ist der Midi gewesen. Wie? Seit wann ist der Midi denn Medic? Der war doch erst. Ach, ich hab keine Ahnung. Die sind krank. Die sind einfach krank. Was haben wir denn hier? Ein Black SUV. Oh, 60.000. Oh, 20.000 kostet hier einer. Ein Ranger. Nee, der kommt, glaube ich, nicht so cool. Ich glaube, mit der Karre sehen wir eigentlich mal am besten. In den roten hier. Ach, den können wir sogar mieten. Na gut, nee. Kaufen wir das Teil gleich. Vielleicht sollte ich den auch lieber mieten. Heute hat es leider noch kein Auto überlebt bei mir. Vielleicht habe ich ja auch noch das andere rote. Ach doch, das eine rote steht ja noch da irgendwo im Wald, ne?
Ah. Nee, Momentchen mal, wo habe ich denn das abgeliefert? Ach, bei den Medics. Ah, da steht das noch. Okay. Jetzt weiß ich es wieder. Ich guck mal, ob das noch da steht. Das lässt du mal schön stehen, bitte. Fahr mal bitte rechts ran. Das ist mein Auto. Wie viel hast du denn von dem Ding an? Du wolltest jetzt nicht ernsthaft mit meinem Auto wegfahren, oder? Wie bist Nein. du da überhaupt rausgekommen? Bin nicht der, für den Sie mich halten. Hallo. Wollte das Auto nur wegstellen, weil es Ja, unser ja. einfach. Ich kenne euch Medics. Ihr seid alle durchgedreht. So aus dem Weg hier. Martin? Okay, wir müssen einmal zur Garage. Haben kein Öl. Ich habe mal eine Frage. Wie kann ich denn jetzt mein Auto einparken? Du gehst an diese Automat, mach in Schönen dieser, guten Tag. gehst runter und da steht einpacken. Ah, ich danke dir. Kein Problem. Ihr seid ja doch nicht so verrückt, wie ich dachte. Und warum ich werde umsingelt? Hallo Fatma. Hallo. Warten Sie mal. Ja. Warten Sie mal. Haut ab, ich. Ihr seid verrückt. Haut ab, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Stehen bleiben, haben wir gesagt. Sie haben immer noch das Ticket nicht bezahlt. Ihr habt kein Recht dazu. Informieren Sie doch die Polizei. Die sollen ihn erstmal glauben. Habt ihr nichts am. Ihr wollt mich jetzt. Wehe. Ihr seid verrückt. Die wollen mich hundertfroh wieder narkotisieren. Scheiße ins Auto. Bleiben Sie weg von dem Auto. Tja, jetzt kannst du mich wohl nicht mehr narkotisieren. Hey! Entführt mich! So. Ich werde. Der Typ fährt mich an. Scheiße, da kann man sich auch nicht mehr beherrschen. Hier, seht ihr mich nicht? Okay, also, Entführt! wir machen das jetzt Hier! so, Wer denn entführt? dass, wenn ihr euren War Prakti das noch wieder haben wollt, hier? dann ich lasse den Prakti jetzt raus. Wen wollen Sie Wer denn anfangen? entführt? Wen? Hilfe, Polizei! Mein Gott, dann Steigen Sie aus steig. dem Auto Dann raus, sonst steig. erschieße ich Polizei, Sie. Polizei, ich werde steigern. verfolgt! Ich werde. Verfolgt. Steige ich jetzt aus dem Auto Polizei! raus oder ich ziehe Sie raus? Ey, Aus dem er Auto kann halt raus! einfach aussteigen, ja, meine Herren. Meine Herren und. Und Damen, ja? Hält mich im Auto So. fest! Ey, das gibt's doch nicht! Halte sie fest! Wir müssen. Herr Flünden! Oh! Ey! Hilfe! Hilfe! Scheiße! Oh, Scheiße! Ey, jetzt, okay. Du steigst jetzt mal aus, ja, bitte? Hilfe! Polizei! Ich dachte schon, ich hätte den Praktikum gefahren. Okay, ich fahre jetzt einfach mal weiter. Ich habe eine Hilfe! Idee. Ich habe eine Idee, Prakti. Du bist ja neu hier, ne? In der Wer Stadt. denn Dann entführt? Helft zeige ich dir mir! mal, wie man sowas hier regelt. Helft mir! Hört ihr mich? Er fährt am Polizeihaku vorbei. Ja, klar. Ich bringe dich jetzt zu den Was? Cops. Er bringt mich zu den Cops, ein Glück. Ein Glück? Du bist hier der Straftäter. Hilfe! Polizei! Ich werde hier illegal festgehalten! Polizei! Ziehen Sie mal bitte, danke. Ziehen Sie den mal bitte aus dem Auto. So, Sie bleiben hier! So, einmal aus dem Fahrzeug steigen. Einmal aus dem Fahrzeug. Das geht ja nicht. Hallo, ich bin aus dem Fahrzeug. Ab, nein! Ab aus hier. Gegen meinen Willen festgehalten. Halt die Schnauze, Mann. Hau ab. Ab, ab! Endlich in sein Auto gezogen und dann ab. Hallo? Hallo, Was ja? soll das hier? Warum fahren Sie mit einem roten Lada? Ist sowas nicht illegal? Sag mal, sind Sie hier alle besoffen in der Polizei Stadt? Ich. muss hier mal stehen, ne? Wir haben die ganze Zeit was zu klären. Ja. Ensch. Okay, alles klar. Ich glaube, ich bin in der falschen Stadt eingezogen. Können Sie mir Morphin oder so reindrücken? Ich habe Kopfschmerzen. Ja, kann ich ja machen, ne? Warum wollen Sie kein Interview geben? Ich bin Sie bleiben. Blute! Ja, ich auch. Steigen Sie bitte einmal aus. Blute! Ja, ich muss mich gerade. Eine Frage. Kommen Sie an die Seite. Ich kann nicht losfahren, die stehen vor meinem Auto. Kommen Sie bitte an die Seite. Blute! Eine Frage, hat jemand gesehen, wer Ja, okay. Officer, können Sie mir mal helfen? Ich.
glaube, die sind gerade ein bisschen auf Drogen oder so. So kommen wir das vor. So, Sie wissen schon, was Sie getan haben. Ja, genau. Können Sie den mal irgendwie von mir wegschaffen, diesen Typen wie da? Wie ist denn der ist Name? Illegalerweise gegen das ist der Herr Lasse Duncan. Ich werde Duncan. Danken, danken. Soll ich dem Herrn eben die Handschellen anlegen? Oder? Ja, das ist nicht nötig, Sir. Ich bin nicht bewaffnet. Also, ich darf ihn nochmal kurz aufzählen. Erstens Jawohl. Hat uns die Vorfahrt genommen. Frau Officer. Ja, wir wollten ihn anhalten. Worum geht's denn? Ne? Wie ist denn bitte Ihr Name? Das ist der Lasse. Lasse danken. Ich kann Ihnen gerne meine ID geben. Das geht nicht ab. Wie geht's? Sagen Sie mal, können Sie sich mal bitte. Officer, kann ich Ihnen die Geschichte erzählen? Genau. Ja, ich kann jetzt zuhören. So, dann erzählen Sie mir mal Ihre Seite der Story. Meine Seite? Meine Seite ist, dass hier nur Verrückte rumlaufen. Die haben mich angehalten, haben gesagt, okay, ich habe denen eine Vorfahrt geklaut, ich wollte das Ticket bezahlen. Die denken sich noch irgendwelche anderen Sachen. Ich glaube, die sind heute irgendwie auf Droge. Ich habe deren Vorgesetzten informiert. Die zwei Medics. Geht's mir gut? Wie viele Polizisten sind den Herrn Oberarzt, wenn ich ihm mal kurz ins Wort fallen kann. Das scheint immer mehr zu sein. Wäre es in Ordnung für Sie? Ja, und was haben Sie denn mit den Medics? Okay, können wir mal... Und was kostet mich das alles jetzt? Pressausweis von Lexus habe ich nicht. Drehen Sie sich bitte mal um. Das war der Typ im Lager, der hat mich angefahren. Wo Sie vollerwillig festgenommen, alles was Sie sagen kann und wird gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht zu schweigen. Okay, warum... Sie haben das Recht zu schweigen. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollte Sie sich verlassen können. Hören Sie mir bitte erstmal zu. Wird Ihnen einer vom Staat Lex halt gestellt, sollte sich kein Anwalt im Dienst befinden, entfällt diese Option. Haben Sie das so verstanden? Ja. Wo seid ihr denn, Leute? Festgenommen, Grund aktuell, Sie werden verdächtigt, Personen angefahren zu haben, beziehungsweise unerlaubt Personen in Ihr Auto eingesperrt und mitgenommen zu haben. Oh mein Gott. Ja, ihr seid euch hier erschienen. Und das klären wir jetzt. Nee, nix. Ihr seid solche Ärsche. Wer auch immer das war. Natürlich habe ich einen Presseausweis. Man weiß ja nie. Gab's denn heute bei Ihnen zum Frühstück? Herr Kollege? Oh, ein Frühstück. Oh, Alter, das ist der Frühstück. Ich sehe hier niemanden. Kann ich auch die starken Medikamente einsetzen? So, dann mache ich jetzt mal rein. Natürlich habe ich einen Presseausweis. Hä, wo bist du? Das ist eine bodenlose Frechheit. Mal so unter uns. Wo bist du? Kann das sein, dass die Menschen heute sehr seltsam drauf sind? Einige auf jeden Fall, ja. Okay, dann möchte ich Ihnen nur dazu sagen, dass dasselbige für die Medics gilt. Aha. Okay, dann erzählen Sie mir nochmal Ihre Story jetzt. In Ruhe. Also ich bin ein ganz normaler Bürger, bin heute einmal zu schnell gefahren und hab den Medics die Vorfahrt genommen. Und weiß ich nicht, was sie für Probleme hatten. Die wollten mir anfangs ein Ticket ausstellen, haben mich sogar bis in den Wald verfolgt. Und ja, dann bin ich irgendwann angehalten und hab gesagt, hey, was wollt ihr jetzt von mir? Und dann haben die eben das angesprochen mit dem Ticket, wir haben es bezahlt oder ich wollte es bezahlen. Aber dann kamen noch andere Sachen dazu und insgesamt haben die mich dann einmal entführt, narkotisiert, als ich ihren Vorgesetzten, ja, sozusagen Bescheid geben wollte, aber der hat auch nicht reagiert. Die sind wohl alle ein bisschen durchgedreht, die LAC-Mitglieder. Und okay. Wollte ich wegfahren, mein zweites Auto abholen, was ich am Krankenhaus vergessen habe. Der Prakti hat sich das schon unter den Nagel gerissen, aber ich konnte dann sozusagen das noch kriegen, wollte dann losfahren, hab mein Auto aus Versehen offen gelassen, der eine steigt aus und steigt ein und ja, beschuldigt mich direkt, ihn entführt zu haben, wobei das Auto die ganze Zeit offen war. Okay. Mit Ticket, was meinen Sie da jetzt mit Ticket? Also ich meine, die können ja kein Strafticket ausstellen für... Ach, das können die nicht. Ja gut, dann wissen sie ja Bescheid, ne, dann... sind die noch verrückter heute unterwegs. Und mich hat er ins Auto gezogen, das Auto abgeschnappt und... okay, dann gehe okay, ich mir noch die andere Seite der Story an, wenn sofort genau, dabei Genau, machen Sie das mal, dann merken Sie das. Scheiße. Lass Sie mal einen Anwalt stellen vom Staat. Ach, das schaffen wir alleine. Glaube ich, hoffe ich.
Aber anscheinend mehr, wissen die das nicht mehr, dass wir einen Kopf gekillt haben. Okay, dann ist er mal okay. Ey! Ich bin hier drüben auch noch. Hallo? Wollen Sie mich verarschen? Ey, die arbeiten noch alle zusammen. Die arbeiten alle zusammen. Die Frau ist jetzt bestimmt einfach abgehauen, oder? Das okay, nee, da hinten. Officer, Officer! Officer! Officer, da sind sie ja. Können Sie mich bitte mal befreien? Irgendwie vergessen Ihre Mitarbeiter hier ihren Job zu machen. Tut mir leid. Ja, Sitze, was haben Sie angestellt? Nichts, das ist ja die Sache. Wie ist denn der Name? Jetzt macht das auch Lasse danken. Lass mal nach. Ich war gerade im Gespräch mit einer Dame und ja, die hat mich irgendwie vergessen loszumachen. Wie hieß die Dame? Weiß ich doch nicht. Quasi Officer Frau. Officer, okay. Trug sie Sheriff-Kleidung? Es war ein Polizist. Okay, ja. Ja, trug sie braune Kleidung oder solche Kleidung wie wir? Sag mal, also wie ich. Polizeikleidung, ich weiß nicht. Es gibt verschiedene Departments. Trug sie Kleidung, die ich dann hatte? Die trug auf jeden Fall Kleidung, ja. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe, keine Ahnung. Kleidung, ach, da ist sie. Ach, da ist sie. Alles gut, Alter, alles gut. Der merken sich doch die Kleidung, gucken Sie mal. Braun steht für Sheriff. Ja. Rot. Ja. Dankeschön. Und blau steht für die LSPD, merken Sie sich das? Ja. Hier, braun, Sheriff. Ja, Herr Kollege. Blau, haben's. LSPD. Wir haben's, ja, alles gut. Aber Herr Winchester, sie hat auch noch blaues Blut in sich. Sie kommt von uns. Ja, die andere Seite so aber das kann er ja nicht so einfach sehen. Und dann stellen Sie ihm den, Officer, können Sie mich jetzt bitte mal losmachen? Den Bußgeldbescheid aus, ja? So, ich werde mich da jetzt kurz... Ach, jetzt kriege ich endlich mal das Ticket. Ja, Sie kriegen jetzt das, was ich... Ja, ich habe einen Führerschein. Sie haben einen Führerschein, können Sie mir verraten, wo der ist? Den müsste ich doch haben, oder nicht? Es sei denn, ich bin einmal zwischendurch gestorben durch die Medics, ja. Bitte, weil die mich schön narkotisiert haben. In welcher Tasche? Bitte was? Man kann ja das nicht ich meine, ich bin ein... Die Medics, die haben mich einmal bestohlen. Die haben mir mein ganzes Zeug abgenommen. Mhm. Gut. Also, finden Sie... Es ist halt einfach so... Es ist so nix. Behindert, aber es ist einfach so. Ich weiß ich nicht, wie ich... geben Sie mal bitte einen Anwalt. Gut. Das ist Portemonnaie. Also, das geht ja hier mal gar nicht. Also, wenn ich jetzt nicht losgemacht werde, dann will ich hier einen Anwalt. Ja, ist kein Anwalt da im Dienst. Sie kriegen jetzt ganz einfach für das gefährdete Fahrweise ihr Bußgeldticket, ja? Und mehr nicht, damit sind sie raus aus der Nummer. Okay. Gut, dann wollen wir wirklich einen Anwalt? Wollen wir dann wirklich nochmal mit den Medics reden? Ich glaube nicht. Gut, dann werde ich jetzt die Strafzettel ausstellen und dann müssen sie rechts unten unterschreiben. Dann ist die ganze Sache schon geklärt. 15.000? Für eine Fahrweise, natürlich. Ja, wenn ich jetzt... So viel Geld habe ich doch gar nicht dabei. Natürlich. Und das ist sogar noch ziemlich gnädig von meiner Seite. Wow. Wow. Wunderbar. Erstmal gut. Der Stift auf dem Boden fällt, ey. Okay, da haben wir es ja doch bezahlt, gut, das Ticket. Ja, okay. Von Marco. Ich bin... Ja, ich... Ne? Machen Sie es gut. Fuck, ich muss hier raus. Wie komme ich hier raus? Open Gate, so. Vor allem, ich wusste auch nicht, was soll ich da machen bei der Story? Du kannst den das ja nicht normal verklickern, ne? Das glaubt dir doch keine Sau. Das glaubt einfach keine Sau, vor allen Dingen bei Medics. Und wenn es dann noch 2 gegen 1 steht, dann wird's umso schwerer.